was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush, heute wir gehen hinein zurück bei Let's Play Kirby in das vergessene Land. Ja, sorry, dass beim letzten Part jetzt die Stimme ein bisschen wahrscheinlich asynchron war und vor allem ich nicht meine Mikrofonstimme zu hören war. Ich habe leider mein Mischpult, also mein GoXLR Mini, habe ich versehentlich ausgestellt gehabt und deswegen konntet ihr mich nicht hören. Darüber. Deswegen konnte Outer City leider Gottes nichts davon aufnehmen. Aber gut. Das, ich jedenfalls weiß ich das jetzt, dass es auch da damit verbunden ist. Ich dachte, dass es nur für Streaming oder so gemacht wäre, in Verbindung mit Aufnahmeprogramme für Steam oder so, für Stream, wollte ich sagen. Aber anscheinend ist denn nicht so, anscheinend sind die Regler, die drauf sind, auch natürlich mit dem Mikrofon verbunden, generell. Mit der Lautstärke des Mikrofons, ja. Aufnahmelautstärke, besser gesagt. Naja, was soll's. Machen wir jetzt weiter mit Marsch auf der Inferno-Straße. Immer los. Es fing ja schon recht intensiv an im letzten Part. Und es wird noch intensiver hier. Also wir haben jetzt natürlich neue Ice Power. Also unser Ice Power konnten wir jetzt auch auf Stufe 3 aufwerten. Oh! Okay. Einfach mal die Fleischkeule stehlen. Die ich natürlich nur instinktiv immer nehme. Und die Kanone feuert mir ein bisschen zu oft. So. Okay, nach 3 Schüssen immer. Oh, hoch da. Aha. Ich kann da einen... Oh, da drin? Ja, du blöde Schlange. Mach, dass du wegkommst. Hm, wie komme ich da jetzt rein? So muss ein Schalter sein. Au. Oh. Aua! Ich schlittere auch ein bisschen zu viel. Komm, gib her. Okay, da. Da. Da müsste es möglich sein. Aha. Keine Sorge, bin schon da. Aber das kann man so nicht aufmachen. Man muss wieder auf denselben Weg zurück. So, uah! Fall bloß nicht runter, Mann. Oh, shit. Super Bombe. Hm. Scheine an, was haben wir denn da? Eine Capsule. Da geht's auch an der Leiter hoch. Oh, noch eine Fleischmahlzeit. Okay, das hätten wir auch geschafft. Musik wird ja richtig intensiv hier. Okay, hier waren wir eh schon. Oh, shit. Ja, toll. Jetzt muss ich da wieder durch. Da ballern die zweimal. Habe ich das richtig gesehen? Ja. So, eine schöne Pirouette machen immer. Um den Kanon ausweichen. Oh. Der wilde Eisbär schon wieder? Ah. Kann man auch noch nicht mal einfrieren hier. Man könnte eigentlich meinen, dass sein Arsch seine empfindlichste Stelle wäre. Oh. Oh.
mir auch gerade. Au! Einfrieren kann man ja eigentlich auch nicht. Das geht ja nicht. Diesmal frisst du mich nicht, Freundchen. Kleine Abkühlung gefälligt. So. Ich habe ja deine Power sowieso schon, also bringt mir das gerade eh nichts. Hier ist immer noch Strom? Da wundert es einen in einer postapokalyptischen Stadt, hat er eigentlich da. Es gibt ja schon bestimmte Stellen, wo noch Strom läuft. Ach, das könnte doch. Oh. Ist da überhaupt was? Nö. Oh no. Auch da. Na schön, dann weiter. Ich glaube aber, es gibt bestimmte Feuerstellen, wo ich die Eispower benötige, um es wieder abzukühlen hier. Oder Moment, was? Okay, doch. Wird doch benötigt hier. Aber das kann ich nicht abkühlen. Ja, ich sehe dich, Kleiner. Ich brauche da Wasser. Oder kann ich da irgendwie... Und da drunter ist eine Kapsel. Das ist ja interessant. Den kann man aber einfrieren. Warte mal. Kann ich da drüber schlittern? Geht das? Tatsächlich, ich kann drüber schlittern. Mit der Ice Power. Das funktioniert wenigstens sehr ähnlich wie in Mario Galaxy. Okay. So. Da bin ich, mein Freund. Mach das auf hier. Ja, gut zu wissen, dass ich auch hier so draufschlittern kann. So, aufpassen. Ich kann sogar noch schöne spitze Eisspuren hinterlassen. Au! Wie kann ich das jetzt? Ah, Moment, das brauche ich doch hier. Oh Mann. Oh shit. Muss das jetzt sein? Kann das noch irgendwie wiederholen? Bitte sagt mir, dass es noch möglich ist, das zu wiederholen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich kann soweit nicht springen. Oder doch? Ah! Nein, bitte sagt mir nicht, dass das nicht mehr funktioniert. Ich... Komm, ach komm jetzt! Als ob ich mir wieder das Leben nehmen muss hier. Ja, ich muss mir das Leben wieder nehmen. Muss wieder 100 Sternmünzen hergeben. Warum darf ich es nochmal versuchen? Ja, wollte schon sagen, da brauche ich aber Ice Power hierfür. So. Sonst komme ich da nicht hoch.
Der springt einfach die ganze Zeit über meine Angriffe. Der Spackofatz. Na schön. Einfach da drüber schlittern, um das abzukühlen. Und dann... So geht das. Aber aufpassen. Ja. Das ist nämlich eine Falle. Oh gut, ich habe das jetzt nicht... bedacht hier. Aber hier geht's zum nächsten Bonus. Ich wollte schon sagen, ist das Spiel abgestürzt? Oh. Okay. Aufmachen. Komm, kipp das um schnell. Uff. Oh, wie langsam das geht. Shit, jetzt. Oh nein, 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 nein. Oh shit. Nein, oder? Als ob! Hey, lass mich das bitte nochmal versuchen, ja? Jetzt habe ich nur einen Moment zu langsam war hier. Oh, ich darf noch mal versuchen. Dankeschön. So, come on. Wie langsam das geht hier. Dass es nicht schneller geht, das zum Umkippen. So, come on. Ha. Geschafft. Ja, bislang. Dann möchte ich mal feststellen. What the hell? Was für eine zusätzliche Nebenmission ich noch habe. Ey, come on. Du kannst doch drauf schlittern. Und das abkühlen. Stell nicht so an. So. Ich glaube, jetzt können wir hier den Bereich hinter uns lassen. Oh. Ach, come on, als ob. Da oben. Hm. Ja. Ich müsste da reinspringen. Na, komm jetzt. Ich will das hier. Ja. Okay. Gut, dann zum letzten Bereich. Wahrscheinlich. Den Decker? Wird er jetzt benötigt? Kannst mal probieren. Ja, da können wir wenigstens die Kanonen alle aus dem Weg räumen. Weil dann stören die einen nicht. Oh, Ring. Hm? Homer? Heißt das wirklich, soll das jetzt wirklich Homer dann darstellen? Ja, dreh dich mal schön. So. Oh. Habt euch so gedacht, euch von hinten anzuschleichen. Aber ich lasse mich nicht hier austricksen so einfach. So,
Runter mit euch! So. Ach du Scheiße. Wo sind wir denn jetzt hier? Auf dem Boot. Über die Lava. Also auf der Lava. Das könnt ihr mir jetzt gar nicht erzählen hier. OMG. Die Sprungschanze des Todes. Kann man noch irgendwas hier entdecken? Ich hoffe nur, das Boot schmilzt nicht zusammen. OMG. So, der letzte. Versteckte. Aber was ist mit den restlichen beiden Challenges? Den Nebenaufgaben. Ja, was springst du denn? Hm. Ich glaube, hier hinten ist noch was. Hm. Können wir noch was zum... So, eine Kapsel? Oh! Okay, das war auch eine Challenge. Sehr schön. Aber was ist mit der letzten? Was muss ich noch machen? Hm. Das finden wir gleich heraus, wenn wir hier erstmal Star sind. Oh! Aha! Eine Blaupause! Weltraumentdecker? Ja, der Entdecker wird aufgestuft. Nice. Schießen wir jetzt etwa Space Laser oder was? So. Und was ist hier? Ich sehe wieder Eisbär mit Spitzerpa. Cool, als ob! Alien-Überraschung. Wasserballon, Stopfer Kirby. Kirby hielt Zugriff mit dem Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte und kann sich nun auch mit Wasser vollstopfen. Nach einem kräftigen Schluck aus seinem Wasserrohr spült Kirby verdreckte Wege frei und kann so sein Abenteuer fortsetzen. Selten hat sich ein Putzfimmel so bezahlt gemacht. Okay, ich muss also die Power-Kugelblitz nehmen und Eisbär damit besiegen. Alles klar. Feuerhölle im Kraftwerk. Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt gleich schon upgraden, aber mir fehlt da noch mindestens ein Schatz. Ich gehe einfach mal zum Laden, um überhaupt die Blaupause mal abzugeben und dann muss ich die Powerkugelblitz hernehmen. Um Eisbär dann zu besiegen. Aber warum bitteschön? Sowas bekommt man doch gar nicht im Verlauf. Oder? Na schön, erstmals. Das war ja der Kugelblitz. Ja. So, was soll man das denn riechen, bitte? Man kriegt ja diese Fähigkeit dann auch nicht mal im Laufe des Levels. Warum soll man das bitte? Das ist wirklich eine wirklich dumme Voraussetzung. Aber echt, ich kann sich dann das sagen. Na schön, dann begebe ich mich nochmal zu Eisbär und besiege ihn damit. Thank you.
So, das wäre geschafft. Gut, dann sehen wir uns wieder beim Ziel. So, Leute. Das wäre geschafft. Nice. Gut, so viel dazu. Jetzt schauen wir noch, dass wir die Schatzstraßen abschließen. Bestimmt wird sich eine weitere freischalten, nachdem wir jetzt auch hier alle Waddle Dees gerettet haben. Ich sag's ja. Ja, leider habe ich sehr viel Damage dabei erlitten, weil ich versucht einfach schnell durchzukommen. So. Dann nutzt mal also hier das Verkehrshütchen. Hoch- und Runterturm. Wenigstens ist man da wieder komplett geheilt. Der springt einfach hinterher, das ist ja voll fair, ne? Das blöde Schnappschildkröte hier. So. Ach, come on! Ich lass mich hier viel zu oft treffen. Hier sollte ich die Gegner versuchen, gezielt zu ignorieren, weil wenn ich da angreife, dann bröckelt mir alles, also da bricht der Boden zu meinen Füßen zusammen. So, dann mal weiter hier. Oh. Ruck. Ali hopp. So. Aus dem Weg, ihr Spackos. Geschafft. Schnell gelöst. Aber nicht schnell genug, ja. Was soll's. So, jetzt könnten wir dann eigentlich auch den Entdecker upgraden, es wird Zeit. Aber zuerst noch eine weitere Schatz... Achso, Blödsinn, mir fehlt eh noch. Mir fehlt ja noch eins. Muss erstmal das noch bestreiten können. Graben und ausweichen. Zornige Paradewagen. Doppelwagen. Also mit Doppelbohrer. Sonnige Paradewagen, so hätte ich vielleicht den Titel nennen sollen, wo ich in Vundaria da diesen Paradewagen ausweichen musste. Au, scheiß Stacheln. Schon da drunter. So weit, so gut. Und da drunter. Und zack, 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 zack. Und das wär's. So, und jetzt hast du den Decker endlich mal aufzupeppen. What? Hey, geil, wir haben sogar Rekord erreicht. Nice. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich war auch nicht gerade wirklich der Schnellste, muss ich sagen. Aber da war es ein bisschen sozialer. Da war es ein bisschen sozialer mit der Rekordzeit. Okay, dann zurück zur Waddle-Dee-Stadt und endlich mal den Entdecker aufrüsten. Ich bin schon gespannt. Wir werden wahrscheinlich mit Laser jetzt ballern. Das wäre echt cool. Achso, ich muss erstmal. Ich muss erstmal hier. Zum Upgrade. Oh, deutlich mehr Power. Weniger Tempo. Dann mal los. Tatsächlich, wir werden so ein Astronauten. Und haben eine Laserpistole hier.
Bam! Puh, machen wir sogar noch eine Plasma-Explosion, ey, geil. Geiler Scheiß, Mann. Yo, das ist episch. Das gefällt mir. Auch wenn ich das Maschinengeballere ganz gern gemacht habe, das ist auch wirklich episch. Okay, liebe Leute. Dann wird es Zeit, dass wir im nächsten Part dann... Oh. Ein Normalschatz? Okay, noch ein bisschen Zeit. Große Showdown. Kirby saugt alles ein. Oh. Okay. Au. An. Schlupp. Kommt mal her hier. Ach, come on. Als ob ich da nur eins in jedem Fall... Muss schon irgendwie klappen, dass ich mehr als nur eins auge. Oh. Oh. Tschüss, ihr Kanonen. Strike. Na, leider nicht ganz. Schade. Verdammt! Erwartet. Ach nö, kann ich nicht, während ich... Ah. Oh shit. Sollen wir rüberkommen zu denen? Ah. Okay, ich hab's erwischt. Und tschüss. Dumme Schlange. Oh, der richtige Pfad, wenn es schnell, 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 schnell. Bam. Das saugt da wirklich viele ein. Muss man den Supersauger hernehmen. Och nö, Bosskämpfe gegen zwei? Oh shit, ich habe nicht mehr viel Zeit. Wilder Bonkers und der Schwertgrobian. Lass mir doch das aussammeln. Scheiße. Ah, shit. Ob ich das noch schaffen will. Ach, Mann. Okay, zu viel mal zu denen. Ah, der verschwindet sofort, natürlich. Als ob! Oh nein! Schaffst das nicht mehr rechtzeitig. Oh Mann. Ach, das ist eine heftige Schatzstraße. Kommt her! Ich wollte eigentlich... Oh, so kann man es auch machen. Während sie weggeschleudert werden, kann man sie auch noch einsaugen. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Eieiei.
Das war jetzt nicht gut. Oh. Sehr schön. So. Diesmal keine Zeit vergeudet. Also nicht allzu viel Zeit vergeudet. So. Die Kanone jetzt mal Ruhe geben wieder. Oh shit. So. Ach komm, saug doch bitte beide ein. Hm. So, weg mit der Schlange. Jetzt habe ich mehr Zeit für die beiden Bosse. Hoffentlich. Oder? Ich weiß nicht, ob sie das trotzdem noch ausgeht. Ach komm, lass mich doch vorbereiten wenigstens. Ach komm. Ob das wirklich was bringt. Komm, jetzt sag doch mehr ein als nur jeweils eine Kiste. Aber mach dir erstmal eine einzige Sache ein. Okay, zu viel zum wilden Bonkers. Okay, ich hab noch genug Zeit. Lass es sich ausgehen. Kein Problem. Und tschüss. Sie verschwinden auch viel zu schnell, sodass man sie nicht einsaugen kann. Dass am Ende noch so eine scheiße Herausforderung kommen muss. Oh, aber geschafft ist geschafft. Oh man. Das war echt heftig. Okay, jetzt aber danke für Aufmerksamkeit. Daumen nach oben, Kommentar nicht vergessen. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crossfoot Wicked hinein. Bis nächsten Part von Let's Play Kirby in das vergessene Land. Also auf Wiedersehen und tschüss, ihr Leutchen.